Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Bellride. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, immer noch Tag 13 und ich glaube, ich würde heute dann doch noch Schilfrohr eben holen gehen. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich habe gestern einen neuen Spielstand angefangen, um etwas auszuprobieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir ein paar Updates hatten. Da sahen viele Charaktere auch im Dorf irgendwie anders aus. Kann natürlich sein, dass es sowieso random immer andere spawnen. Aber zum Beispiel unter anderem auch der Zimmermann. Das war plötzlich ein völlig anderer Charakter. Dann sehe ich auch gerade mal hier, dass mir hier angezeigt wird, wie viel ich davon schon im Inventar habe. Das finde ich ja super. Okay, und dann können die hier einfach noch ein bisschen was sammeln. Und eventuell, beziehungsweise wartet schon mal, das hier nehme ich wieder zurück und würde probieren. Baumstämme habe ich auch null gerade. Okay, habe ich wahrscheinlich verarbeitet. Weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr genau. Irgendwas ist da gerade verdorben. Ganze gute Essen, was ich aus dem Banditenlager bekommen habe. Ja, und heute dann wieder hoffentlich ein wenig entspannter, die Nummer. So, ich werde mal alles hier reinpacken. Ui, da passt gar nichts mehr rein. Dann mal das ganze verdorbene Essen weg, bitte. Hier auch. Ja, und dann entleere ich mein Inventar und würde gerne einfach losgehen. So, und vorher natürlich hier noch schauen. Dreimal Leinen. Woraus habe ich die genau gleich nochmal hergestellt? Genau, dafür brauche ich nämlich Schilfrohr. Und ansonsten die Quest, die ich gerade ausgewählt habe, die ist gar nicht mal so wild. Fälle habe ich sowieso immer. Oh, sie ist auch schon fleißig am Bäume fällen. Ja, also hier wird es bald kahl sein. Da ist dann nicht mehr viel. Charakter schon wieder komplett erledigt. Ja, ich würde sagen, ihr kennt den Weg ja mittlerweile schon. Einfach hier geradeaus an der Kreuzung, dann rechts abbiegen. Und dort kommt dann ein kleiner See. Dort sehen wir uns dann wieder. Also hier kann ich auch sammeln. Ich glaube, bei den Wegen tut sich auch nicht viel. Aber hier ist halt ein Wolfslager. Und da ich gerade genug Action hatte, geht es auf jeden Fall erstmal zu dem See dort. Trotzfällerlager hat keine Aufgaben mehr. Ja, ich hatte ja sowieso nur Baumstämme angestellt. Hätte ja eigentlich auch direkt das andere machen können. Mal gucken, ob hier schon ein bisschen nachgewachsen ist. Ja, super. Sieht gut aus. Nein, bitte kann ich Stöcke einsammeln. Ui, hier ist sogar alles wieder da. Wahrscheinlich einfach nach dem Winter komplett gespawnt wieder. Das ist ja schön. Dann einmal im Schnelldurchlauf sammeln. Okay, und hier drüben ist auch einfach alles wieder da. Hey, perfekto. Schilfrohr ist halt einfach gleich direkt wieder verbraucht. Also werde ich mich, nachdem ich dieses große Lager gebaut habe, werde ich mich mal damit auseinandersetzen, wie das funktioniert, wenn ich hier einfach noch was hinmache. Das würde ja gehen. Hier ist nicht so eine krasse Bedrohung in der Nähe. Aber ich denke im Allgemeinen, weil die halt auch schon so weit wegrennen, werde ich früher oder später, vorher, dann eher noch. Oh, weitere Lagertruhe. Sehr schön. Würde ich das Banditenlager hier dann auch noch machen. Mathilda, Hallöchen. Was treibt dich denn hierher? Die haben auch einen heftigen Radius, ne? Die sich rumtreiben. So, aber erstmal wieder zurück zur Base. Zur Base, zur Siedlung. So, hallo.
Wo habe ich denn die neue Truhe hingebaut? Hier. Ach, hier auf die andere Seite. Da würde ich gerne das hier wegmachen und das hier auch, dass da dann nur Ressourcen wieder reinkommen. Okay, Truhe voll. Kann ich direkt hier reinpacken. So, ihr Lieben, und dann sagt mir noch mal, wie weit seid ihr denn hiermit? Ich hätte gerne ein größeres Inventar. Beziehungsweise, kann das überhaupt jemand von euch? Ich weiß nicht, ob das geändert worden ist oder warum mir das gerade halt jetzt aufgefallen ist. Selbst der Jäger, der hatte andere Werte auf dem anderen Spielstand. Okay, er stellt... Sie stellt das gerade her. Sie hat Herstellung schon Stufe 2. Okay, perfekt. Er macht das auch. Ja, meinetwegen. Da konnte ich nicht mal einfache Schnur herstellen. Apropos einfache Schnur. Den Kram suche ich mir mal eben zusammen. Schon mal. Oh, hier ist auch alles kreuz und quer drin, Leute, ne? Könnt ihr keine Ordnung halten? Brauche ich nicht. Quatsch, doch, das brauche ich doch. Ich brauche ja Felle. Oh je. Okay, wisst ihr was? Ich lasse die hier mal arbeiten. Ich habe halt immer noch nicht rausgefunden, wie ich eigentlich in die Hocke gehe. Boah, dann müsste ich aber ja doch dann auch jagen gehen. Wollte vorher aber sowieso hier gucken. Sie möchte Felle haben. Ah, und hier habe ich schon eine weitere Aufgabe. Sprich mit dem Ältesten von Bedstow. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Okay. Das würde ich dann auch bald machen. Aber dann versuche ich doch mal im Schnelldurchlauf. Ich glaube ja nicht, dass ich so ein Tier bekomme mit dem Bogen hier. Aber ich speichere mal eben. Dann renne ich einfach hier rein. Und würde es einfach mal probieren. Für euch vielleicht einfach im Schnelldurchlauf. Oh, der Fall ging drüber. Okay, und wenn die mich einmal entdeckt haben, dann habe ich eh gar keine Chance irgendwie, die zu treffen. Also wird das eine sehr knackige Nummer. Ich habe gerade mal überlegt, ob ich dann vielleicht schon mal losgehe. Zum anderen See und auf dem Weg dort eventuell jage. Vielleicht mache ich das einfach mal am nächsten Tag. Jetzt erstmal wieder zurück und dann schlafen. So, dann wollte ich hier einmal reingucken. Da stand nämlich, dass die keine Pilze haben. Was aber sicherlich daran liegt, dass wir keine haben. Dass sie die einfach verbraten. Darum steht da 0. Okay, ich schaue nur noch mal eben, wie der Fortschritt hier ist. Denn gegen eine größere... Oh, 92 schon, perfekt. Einen größeren Rucksack hätte ich nämlich auch nichts einzuwenden. Oh, es ist schon wieder soweit, bald. Ich glaube, ich werde auch dann mich einfach in der nächsten Folge schon um das Banditenlager kümmern. Ohne Umschweife. Ich habe nur jetzt echt keinen Plan. Das Fell habe ich halt auch von den Banditen bekommen, ne? Was ich für die Quest brauche. Ich gehe jetzt erstmal in diese Richtung. Ich könnte mir vielleicht jemanden mitnehmen. Die sind ja, glaube ich, gerade sowieso recht arbeitslos hier, die Leute. Dann nehme ich mir Gil mit. Der hat ja den Bogen. Einmal kontrollieren. Ja, er hat auch noch genug Pfeile dabei. So, perfekto.
und nehme ich mir sicherheitshalber noch was zu futtern mit. Ja, wisst ihr was, eigentlich könnte ich die alle mitnehmen, weil die tun ja sowieso gerade irgendwie nichts, ne? Oh je, das ganze Essen einfach verdorben. Könnte ich direkt mal ausprobieren, ob ich hier wirklich alle mitnehmen kann. Boah, das finde ich ja richtig cool. Dann greifen wir definitiv 8 zu dritt dann drüben an. Beim Banditenlager. Und ich hoffe mal, dass da einfach nicht mehr als 3 sind. So, und wenn dann nämlich dann Wölfe gleich auch irgendwo sein sollten, dann erledigen wir die auch einfach. So, Lubo hängt da hinten irgendwo fest. Boah, keine Ahnung, warum ich seinen Namen nie richtig auf die Reihe bekomme. Aber ist ganz schlimm. Den Namen von ihr, den kenne ich nicht mal. Hab ich einfach komplett vergessen. Okay, da sitzt schon wieder das Kätzchen. Ist einfach auch überall, oder? Das sind einfach mehrere. Ich habe es einfach nur nicht auf die Reihe bekommen. So, wo ist der Wolfsbau? Boah, das ist noch ein Stückchen. So, da vorne ist der. Die hat sich irgendwie scheinbar wehgetan. Oh je, gestolpert wahrscheinlich. Ja, hier ist der Wolfsbau. Aber da hatte ich ja eigentlich alles mitgenommen. Also die Truhen. Geleert, hoffentlich, ja. For honor, for glory. Oh, und da sind alle Wölfe. Beim Wasser, wie es aussieht. Oh, mit Pfeil und Bogen schon Bombe. Es sei denn, ich treffe nicht. Dann ist nicht Bombe. Überhaupt mit denen zusammen ist halt richtig geil. So, nicht weglaufen. Ja, das sagtest du schon. Wie auch immer dein Name sein mag. Irmina! Boah, sind das alles Wölfe hier? Das ist ja crazy. Oder ist da was im Wasser? Nö. Angeblich sind die Wölfe im Wasser. Okay. Wisst ihr was? Da habe ich gerade mal eine andere Idee. Vielleicht bekomme ich davon ja auch die Felle, die ich benötige. Geh mal hier rum. Sammel unterwegs so ein bisschen Schilf dann auch. Also hier bei ihm hätte ich ja die Riemen bekommen. Da war ich ja eventuell am Überlegen, ob ich das einfach mal machen soll. Aber wenn ich dann schon mal alle meine Gefährten mitgebracht habe. Hier war doch ein Wildschwein. Vielleicht bekommen wir zu dritt ja ein Wildschwein hin. Und vielleicht bekomme ich davon ja auch schon die Felle. Auch wenn das da nicht steht bei der Beschreibung. Oh, Moment. Ah, da oben war der. Schade, ich habe den einfach nicht gesehen hier in dem Gestrüpp. Also, nochmal speichern. Ah, Lubo hat natürlich schon wieder Hunger, ne? Wie soll es auch anders sein? Bitte sehr. Ich hab dir sogar was mitgebracht. Ist das nicht nett von mir? So, da vorne Wildschwein. Oh, Wildschwein ist schon auf dem Weg. Oh, ich habe irgendjemanden in den Hintern geschossen. Das tut mir wirklich sehr leid. Oh, ich habe den Baum abgeschossen. Okay. Oh, ihr seid ja klasse. Ich glaube, wir können noch mehr Wildschweine jagen gehen, oder? Nein. Oh, wartet mal. Ich habe 3 Felle im Inventar. Ach, das ist doch das normale Fell. Da ist die Übersetzung einfach nur merkwürdig. Es ist einfach völlig egal, welche Felle ich bringe. Naja, gut. Wenn ich aber schon mal hier bin, es gibt halt gutes Fleisch auch, ne? Hier ist doch noch irgendwo einer. Nee, das ist ein Wolf. Ihr kümmert euch. Uah. Ich treffe halt einfach meine Gefährten die ganze Zeit. Naja, die machen das schon.
Perfekt. Hey, das ist einfach richtig geil. Also auf Jagdtour kann man wirklich gut mit euch gehen. Warum kann ich den nicht abbauen? Wartet mal, manchmal ist der Punkt irgendwo anders. Och nö, ich kann den wirklich nicht abbauen. Und hier ist irgendwie... Hier geht der Fluss weiter. So, da ist noch ein Wildschwein. Das gönnen wir uns noch. Zack, ab in Pöppies. Okay, da darf ich wenigstens die Sachen einsammeln. Und dann kann ich ja hier noch ein bisschen die Gegend erkunden. Hier wäre hier und da, glaube ich, auch noch ein wenig Schilf, oder? Oh, schade. Also Hirsche jagen, keine Ahnung, wie das jemals ever funktionieren soll. Sei denn, sie kommen einem direkt entgegen. Selbst dann treffe ich nicht. Das ist einfach nicht möglich. Also die müssten ja erstmal über eine Falle laufen oder so. Oh ja, du schon wieder. Oh, los. Oh, schade. Ey, bis sie mal ihr Knüppel gezogen hat, ist er einfach schon wieder weg. Das ist ja schlimm. Okay, aber wisst ihr was? Das war schon richtig gut. Hier sind irgendwie noch Wölfe im Wasser. Aua. Genau, ich bin vollgepackt. Was bedeutet, ich mache mich auf den Rückweg. Einmal eben zur Übersicht. Boah, die Karte. Uiuiui. Okay, die Karte ist einfach noch riesig. Ich hoffe, man kann sich halt später irgendwie anders noch fortbewegen hier. Denn das mit der Ausdauer ist schon wild hier. Teilweise. Da habe ich direkt mal eine andere Idee. Kann ich euch nicht einfach ein bisschen Material abgeben? Weil dann kann ich ja doch noch ein bisschen mitnehmen. So, er hier auch noch. Ja, dann könnt ihr eigentlich auch schon gehen. Die Sachen braten eventuell. Boah, ich muss da noch ein bisschen sammeln. Oh, oh, ein Wolf kommt, glaube ich. Er ist irgendwie buggy im Wasser verschwunden, glaube ich, oder? Aber auch gerade keine Ahnung. Okay, Ymira hat Hunger. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Rückweg. Ich wollte aber hier mal vorher gucken, was das hier... Das habe ich schon mal in der Folge geguckt. Ich habe es einfach vergessen. Was ist das hier für ein Erz ist überhaupt? Kupfergestein. Oh, das kann ich hier sogar schon mitnehmen. Okay, und dann mache ich mich auf den Rückweg. Und wir sehen uns einfach direkt bei der Siedlung wieder. Inventar ist nämlich auch schon voll. Und dann werde ich doch noch eben die Quests erledigen. So, wir sind gleich da. Sie hat sich einfach auch schon von alleine verabschiedet. Und sucht schon nach Nahrung. Aber wir sind sowieso ein Glück gleich da. Und dann hoffe ich mal, dass sie, wenn sie sich denn genährt haben... Dann bitte auch die Forschung mal abschließen. Die hatte ja nicht mehr so viel. Das wäre sehr schön. Ich werde erstmal keine weiteren Aufgaben vergeben, bis das hier ready ist. Denn ich brauche nur noch ein Stück. Währenddessen gehe ich aber schon mal die Aufgabe abgeben. Boah, geil. Richtig viel Schilfrohr. Bisschen Kupfer. Bisschen hiervon. Wobei, das kann ich direkt mal hier... reindonnern und dann auch das Fleisch hier dranhängen. Uiuiui, das sind aber fette Stückchen. Leider werden die Sachen nicht so wirklich lange halten. Okay, ich werde mal eben meine Eile einsammeln. Wo sind schon meine Pfeile? Haben wir keine Pfeile mehr? Haben die gerade so viele Pfeile verdonnert?
Ne, Quatsch. Diese Truhe. Ich habe das ja geändert. Okay. Ja, bitte auffüllen. Perfekto. Während die hier weitermachen, gehe ich rüber. Wollte mal gucken, was hatte ich gesagt, was ich als nächstes mache. Hier, Räuchergestell wäre halt gut, ne? Verwende dies, um mehr Nahrung zu kochen, als ein typisches Lagerfeuer. Sowie um Fleisch und Fisch mit dem Räuchergestell zu trocknen. Benötigt Holz, um das Feuer zu unterhalten. Ja, und das Lager hatte ich auch gesagt, ne? Das ist sogar schon 60%. Das brauche ich auch unbedingt. Aber erstmal sollen sie mal bitte den Rucksack fertig machen. Okay, ich renne eben hoch ins Dörfchen. Hui, und dann, es gibt so viel zu tun. Ich habe so Bock, auch das andere Dörfchen zu sehen. Wie das so aussieht. Und ja, da soll ich ja sowieso hin, per Quest dann auch. Aber ich will nicht so viele Sachen auf einmal starten. Deswegen würde ich sagen, die. Und dann habe ich ja noch eine Quest, die mache ich dann hier definitiv noch zu Ende. So, sie rennt hier irgendwo rum. Ich habe keine Ausdauer. Ich hoffe, es gibt halt irgendetwas später, wo die Sachen eventuell länger halten. Außer das Räuchergestell. Was die Gegenstände angeht. Ja. Thank you so much. I've wanted to build this for so long. Please take this as a reward. Okay. Oh, Geld ist immer gut. Und eine Münze. Ja, das ist doch auch super. Ich glaube nur, die werde ich dann schon in dem nächsten Dorf lieber dem Dorfältesten geben. Ach du heiliger Strohsack. Ich habe einfach 4 neue Aufgaben. Okay, die mache ich aber erstmal nicht, denn ich habe hier ja noch eine. Den Stoffköcher soll ich ja auch noch für sie machen. So steht da eigentlich ablegen. Okay, ich werde lieber nicht versuchen, da drauf zu klicken. Ja, mir geht es soweit gut und den Leuten ja auch. Wir sehen uns erstmal wieder unten. Okay, da bin ich wieder. Ich würde gerne eine Sache probieren. Hier einfach mal wieder durch die Büsche laufen. Ob eventuell doch hier ein bisschen was nachgespawnt ist, wo der Winter einmal durch ist. Oder ob wirklich keine Möglichkeit mehr besteht, hier irgendwie anderweitig noch an Holz zu kommen, außer halt durch Baumstämme. Aber es sieht ja fast so aus, als ob es wirklich halt anders gar nicht möglich wäre. So, ich brauche gleich für die nächste Quest bitte 4. Damit könnt ihr ja schon mal anfangen, irgendeiner von euch. Wer genau ist, mir eigentlich egal. So, Flachs geht eigentlich auch immer. Und die anderen Sachen. Ui, es bedeutet, es gibt auch einen Sumpf. Hab gerade Moos gelesen. Hier sind bestimmt noch viele rohe Sachen drin. Nom nom nom. Lecker Schmecker. Eben das hier wegpacken. Okay. Was hatte ich noch hier? Das lege ich auch mal rüber. Kann ich noch nicht wirklich was mit anfangen, aber... Quatsch, falsche Truhe. Was weg ist, ist weg, ne? Boah, wie kann das sein, dass schon wieder kein Platz mehr hier überall ist? Okay, ich muss noch mehr Truhen bauen. Hab halt nach wie vor keine Location gefunden. Ich hatte erst gedacht, hier so, zwischen den Bäumen, aber die Bäume, die gibt es bald nicht mehr. Also werde ich die einfach alle so zu den Hütten stellen irgendwie. So, das könnte irgendjemand mal fertig bauen. Aber, mal ganz ehrlich, wie lange dauert das denn hier noch?
glaube, ich mache den einfach mal selber, oder? Ist hier schon irgendjemand dabei? Ich mache den mal eben selber. Oh nein, ich kann den gar nicht selber herstellen. Ich habe nämlich nicht Stufe 2 der Herstellung. Das ist aber unpraktisch. Okay, sie sollte eigentlich das jetzt herstellen. Und ich würde sagen, ich warte so lange und wir sehen uns wieder, wenn es fertig ist. Damit ich die Tasche dann noch anstellen kann oder Rucksack oder wie auch immer das Ding hier heißen mag. Okay, das wäre geschafft. Die Tasche wäre freigeschaltet. Okay, dann muss ich mal eben gucken, was ich genau dafür Material benötige. Die sind hier gerade einfach wild durch die Gegend gelaufen. Ich hatte keine Ahnung, wer hier was genau eigentlich macht. Also werde ich doch häufiger die Sachen einfach selber machen. Wenn ich das denn kann. Okay, die stelle ich schon mal nicht hier dran. Ja, wahrscheinlich hier am Webertisch. Da ist sie ja, die Tasche. Und ich habe sogar alle Materialien dafür. Und die Tasche ist auch wieder gar nicht so aufwendig. Also manchmal ist das Material zum Erforschen wirklich aufwendiger. Das ist schon interessant. Okay, dann warte ich aber auch da drauf. Sie ist nämlich schon dabei. Dann sollte das auch nicht so lange dauern. Okay, während sie da am Machen ist, werde ich hier schon mal. Ist halt die Frage. Das hier ist eigentlich relativ einfach. Das könnten die sogar recht schnell hinbekommen. Mit den Materialien. Die müssten wir ja eigentlich hier haben. Und danach mache ich dann auch endlich das Lager. So, und dann will ich aber heute noch meine Tasche haben und dann mache ich Feierabend. War irgendwie eine lustige Runde. Also, wenn man die mitnehmen kann, dann macht das auch irgendwie alles Spaß, muss ich sagen. Er holt einfach noch mehr Baumstämme. Besser wäre es, wenn die in dem anderen Lager bleiben würden. Aber na gut, kann ich nicht beeinflussen. Denn so stopft er mir mit den Baumstämmen ja alles voll hier. Oha, meine Tasche ist fertig. Wo hat sie die denn? Ah, bringt sie. Wahrscheinlich da hinten, bei mir. Eine Speziallieferung für Milena. Dankeschön. Immer her damit. So, die kommt hier hin. Ui. Okay. Okay, damit kann ich arbeiten. Ist jetzt nicht so viel, wie ich gedacht habe. Aber für so eine kleine Tasche völlig ausreichend. Ich denke mal, es gibt noch größere. Aber man kann ja nicht alles auf einmal haben, ne? Okay, ihr Lieben. Und dann werde ich mir mal überlegen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ob ich da schon eventuell das neue Dörfchen besuchen gehe. Das ist hier. Da müsste ich eigentlich nur hier ein Stückchen weitergehen. Könnte ich ja eigentlich in Verbindung machen. Hier ein bisschen die Karte aufdecken. Na, guck mal an, das Banditenlager ist doch auch komplett verschwunden. Ja. Dann hier um das Banditenlager kümmern bald dann auch. Oder ich mache das sogar auf dem Weg hierhin. Weil dann hätte ich hier nämlich erstmal Ruhe. Guti, aber hier und jetzt werde ich mich erstmal von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und tschö mit Ö.